Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zur neuen Aufnahme beim FM23 mit dem VfL Bochum und dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Zuletzt 0:0 in Stuttgart und davor der Sieg gegen Bremen. Also ist gerade wieder ein bisschen tendenziell nach vorne das Ganze. Das ist natürlich schön. Schauen wir uns mal an, was es in der Woche noch so gegeben hat. Fangen wir mal andersrum an. Strakosha hat sich nämlich leider verletzt. 3 bis 5 Tage wird gegen Frankfurt aber gerade ebenso spielen können. Hat zwar dann nicht wieder trainiert, aber das Risiko gehe ich bei ihm definitiv ein. Also die medizinische Abteilung sagt, er ist fit. Aber wie ihr vielleicht wisst, ich mag das ja nicht so gern, wenn einer nicht trainiert hat in der Woche. Von daher, wir werden das auf jeden Fall da versuchen. Dann haben wir mal eine Klausel rausgekauft, nämlich hier von Marc-André Passade, der nach Heidenheim gegangen ist. Für 70.000 Euro konnten wir rauskaufen, dass 40% der nächsten Transfersumme an uns fließen. Ich denke, er wird sich vielleicht weiterentwickeln, aber nicht so sehr viel. Fand da 70.000 eigentlich ganz gut. Sollte man auch immer wieder mal drauf gucken. Wer das nicht kennt, hier unter Transfer und Klauseln steht hier immer neben den Transferklauseln, die möglich sind, immer so ein Dollarzeichen oder so ein Eurozeichen in dem Fall. Hier zum Beispiel war Torinia, da hält Dynamo nach 16 weiteren Spielen 1,5 Millionen. Das ist fix, aber hier 15% des Profits aus seinem nächsten Transfer gehen an Dynamo. Ja, das Ganze können wir jetzt rauskaufen für 699.000 Euro. Da müssten wir da nichts zahlen. Also da muss man immer schauen, hat man vor, den Spieler zu verkaufen oder nicht. Dann wird sich das vielleicht rechnen, wenn man das vorher macht. Muss man mal sehen. Also da muss man immer wieder mal drauf gucken. Egan Riley hatte ich auch noch überlegt. Nach 37 weiteren Spielen kriegen wir 50.000. Wenn wir das jetzt rauskaufen, kriegen wir 36.000. Ist weniger, ja. Aber die Frage ist natürlich, wie häufig spielt Egan Riley, ne? Also das sind immer so Dinge, die muss man dann beachten. Das aber mal nur am Rande wollte ich euch mal zeigen. Ja, ansonsten gab es nicht viel. Die U19 hat mal wieder gewonnen, nämlich glatt mit 5:1 gegen Bielefeld. Ist mittlerweile Dritter, also gefällt mir richtig gut. 2 Tore und eine Vorlage von Karahan, 2 Vorlagen von Julius. Wetter hat getroffen, 2-mal Hartmann getroffen. Frie wieder mit Vorbereitung nach Einwechslung. Also bin ich wieder sehr mit zufrieden. Aktuell Platz 3. Das sieht richtig nice aus. Ja, und ansonsten hat Frankfurt ja in der Woche noch gespielt. Das zeige ich euch auch nochmal ganz gern. Er hatte ein Länderspiel, nicht Länderspiel, Champions League oder Conference League war es in dem Fall. 5:2 gegen Brøndby gewonnen. Das ist für sie sicherlich motivierend. Auf der anderen Seite für sie natürlich auch ein bisschen, ist man vielleicht ein bisschen erschöpft. Also das könnten wir vielleicht zu unserem Vorteil nutzen. Deswegen haben wir in der Woche, da können wir auch gerne mal reingucken, habe ich zum einen nicht Athletik, sondern Ausdauer trainiert, dass wir da nochmal ein bisschen vielleicht eine Schippe drauflegen können. Pressing umschalten, habe ich gedacht. Herausspielen von Torchancen, direktes Angriffsspiel, also wirklich draufgehen und direkt angreifen. Haben eh ein Heimspiel. Also von daher, das war da mal die Taktik dahinter, die ich da in der Woche habe trainieren lassen. Auch das mal zu eurer Info. Und dann schauen wir uns an, wie der Gegner grundsätzlich auftreten könnte. Das ist natürlich jetzt aufstellungstechnisch eine Frage. Sie spielen aber über die Flügel schon mit 3 Außenspielern, grundsätzlich eigentlich offensiv mit häufigeren Pressing. Da ist jetzt erstmal nicht so viel zu sehen, deswegen würde ich sagen, gehen wir doch direkt rein in die Taktik, dann sehen wir es. Ah, ich habe euch die Ergebnisse noch gar nicht gesagt. Dann gehen wir hintenrum zurück. Leipzig besiegt Hoffenheim 2:0. Mit unserem Spiel gegen Frankfurt ist dann noch das Spiel Freiburg gegen Gladbach zeitgleich. Am Samstag Köln gegen Wolfsburg 1:0, Dortmund Mainz 1:1, Augsburg gegen Stuttgart 2:4, Hertha gegen HSV 1:5 und die Bayern gewinnen gegen Leverkusen 2:1. Am Freitag besiegte dann Hannover Bremen auswärts mit 3:0. Nach unserem letzten Spiel hat es ja auch noch Spiele stattgefunden, nämlich hatte Hannover 0:6 gegen Bayern verloren, HSV Dortmund 1:1 und an dem Abend gewinnt Leverkusen gegen Hertha 3:0. So sieht's aus. Dann rein ins Taktik-Meeting vor 26.647 Zuschauer. Guter Besuch im Ruhrstadion. Das ist schon mal schön. Und folgende Aufstellung hätte ich mir da ausgedacht. Wie gesagt, Strakosha, hier steht es auch, steigt morgen wieder ins Training ein, hat also nicht trainiert, aber ist fit laut der medizinischen Abteilung. Deswegen wird er spielen. Walde, Ribeiro, Janicek und Smolcic ist für mich erstmal die Defensive. Ich würde den Kili auch drin lassen, weil ich ihn offensiver mir vorstelle wie Retschbeschei, der aber als Box-to-Box eventuell kommen könnte. Ich würde das erstmal so lassen und die Überlegung auch nochmal, jetzt gucken wir uns aber den Gegner hier nochmal genau an. Ja, das sieht nicht so aus, als wenn sie groß was ändern, ne? Von der Aufstellung. Kolumbiani ist da vorher drin.
Wir brauchen einen Verteidigenden. Den könnte ich natürlich auch unterstützend bringen, aber ich würde ihn jetzt hier diesbezüglich erstmal verteidigend lassen. Ekelenkamp ist klar. Ich würde auch wieder mit Batista Meier arbeiten. Der hat da sehr gute Chancen herausgearbeitet. Von daher wird er jetzt erstmal hier vor Baturinja spielen, der aber durchaus natürlich eine Option ist. Gittens angreifend auf links, Viper und Ossula. Das ist die große Frage, wer spielt neben Viper? Ja, momentan habe ich ein bisschen mehr Vertrauen in Ossula anstatt in Asano. Von daher würde ich das nochmal so machen. Gut, ausgewogen würde ich durchaus sagen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sie ein bisschen unfitter sind, könnte man natürlich sagen, wir gehen erstmal vorsichtig da dran, aber dann kommen wir nachher nicht hinterher. Ich würde auch sagen, dass wir das Geordnete mal rausnehmen, denn von vornherein versuchen, die unter Druck zu setzen. Das könnte man noch mit dem Passspiel auf vertikal noch ein bisschen erhöhen. Lassen wir aber erstmal. Gegenpressing machen wir natürlich auch sofort und wir werden das wieder hier zurück machen. Das ist doch die bessere Variante, haben wir beim letzten Mal gemerkt. Defensivlinie lassen wir auch. Pressing könnten wir erhöhen im Laufe des Spiels. Das würde sicherlich Sinn machen. Und in Zweikämpfen gucken wir uns erstmal an. Ja, so würde ich es angehen. Wir haben eh ein Heimspiel. Wir wollen eh hier versuchen, natürlich zu dominieren. Ist klar. Schauen wir mal, wie gut es uns gelingt. Auf geht's zum Heimspiel gegen Frankfurt. Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, ist es besser, viel besser als man glaubt. Tief im Ich habe die Fankarte ausgespielt, wie ihr gesehen habt. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir das so. Auf geht's, die Frankfurter in Weiß, wir in unseren blauen Trikots. Hoffen wir auf einen Heimsieg gegen die Eintracht. Und ein bisschen die Herzchen auch beobachten von denen. Da eventuell selbst gegen agieren. Das sieht man hier zwar nicht. Das müssen wir uns dann separat angucken. Aber ist auch noch zu früh. Erste Aktion für die Frankfurter. Doch wir können hier klären. Ekelenkamp. Von dem ich gern mal mittlerweile ein bisschen mehr sehen würde. Und schöner Pass auf Kamada. Aber Strakosha ist draußen. Ihr seht es noch an dem Kreuzchen. Noch nicht topfit, aber 90 Minuten hier sollte es reichen. Ich hoffe, dass uns da nicht noch was Schlimmeres passiert. Das kann natürlich immer sein. Sehr schöner Pass. Ossula auf spitzen Winkel. Da reagiert der Keeper gar nicht. Voll auf Mann geschossen. Meier mit der Ecke. Und diesmal hat Naki Peña, wer der denn so heißt, den Ball sicher. Wieder eine gute Chance durch Kamada. Die Frankfurter sicherlich in ihrem Elan. Ich meine, so ein 5-2 motiviert natürlich auch erstmal, ist klar. Kräfte hin oder her. Kein guter erster Kontakt von Gittens hier. Wieder Frankfurt. Ich habe das Gefühl, doch mal eher auch vorsichtig zu gehen. Mal schauen, wie sich das dann entwickelt. Es ist häufig so, dass man das Spiel dann ein bisschen besser im Griff kriegt. Ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Zu diesem Zeitpunkt vor allem auch. Ist noch früh genug, um nochmal das Offensiv vorn zu blasen. Das ist allerdings ein guter Pass aus Sula. Dreht sich nochmal. Gittens. Ui, ja, der war auch nicht schlecht. Gute Aktion jetzt mal von uns. Ja, der Versuch da in den Raum gelingt jetzt nicht von Ossula, aber versuchen muss er es. Schön von Smallschips zurückgeholt. Gittens. Ossula. Und den macht er mal aus, mal eben, ja.
27,5 Meter oder wie viel waren das? Ein bisschen zu viel Rücklage. Zwei rote Karten schon von Cortus in dieser Saison. Und das Spiel beruhigen können von Frankfurt. Allerdings tun wir selbst gerade auch nicht mehr viel. Ich gehe mal wieder zurück, mal schauen. Dann kann man ein bisschen mal mitspielen. Langsam werden die Frankfurter vielleicht auch müde. So ganz langsam. Hier haben sie auf jeden Fall direkt mal wieder eine Aktion. Das war Gröll, der aber vorbei. Oder drüber vielmehr. Langer Einwurf, oder hoher Einwurf von Smoltic. Osula ist durch. Oi, ja, der war nicht schlecht. Schwächeren Linken, aber aufs lange Eck gezielt. Schade, gute Aktion. Jetzt Meier mit dem Freistoß. Und der ist drin. 1-0. Dann muss ein Freistoß her. Wunderschön. Batista Meier mit dem Freistoßtreffer. Wie gesagt, wenn nichts mehr geht, dann auch gerne mal so. Aber nichts ist auch übertrieben. So schlecht war das jetzt heute nicht. 1-0 zur Pause. Die Zeit spielt für uns, wie gesagt. Ich möchte nicht einen Hauch von Selbstzufriedenheit auf dem Platz sehen. Und Viper, du kannst den Unterschied ausmachen. Du spielst gut, mach weiter so. Das werden wir dann noch beruhigen. Die machen noch nichts. Dann bleiben wir dabei, wobei wir jetzt führen. Aber so langsam. Na komm, wir gehen mal mit vorsichtig wieder in die Halbzeit. Allerdings heißt das, dass wir das auch bald rausnehmen müssen. Damit wir davon profitieren. Wir gucken nochmal den Gegner, was die Herzchen angeht. Ja, da ist Neid hinten, aber der Rest ist relativ normal. Grüll vorne vielleicht noch. Aber da ist noch nicht so viel kaputt. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier so weiter. Ändern wir nichts weiter. Das mit dem vorsichtig passt meiner Meinung nach ganz gut. Hat vorhin das Spiel auch beruhigt. Und das darf jetzt auch für uns sprechen. Ibero nur 6,5 sehe ich gerade. Wer kriegt da gelb? In Frankfurt da. Smolcic, Gittens, ja, wirklich neid den Ball, weiter dranbleiben. Da haben wir wieder. Also, Eckelenkamp nicht gut in Form, spricht für Kevin Stöger vielleicht gleich mal. Aufpassen. Boah, gefährlich. Colamorani, wenn der rankommt, ist die eine Sache. Kamada macht dann den Kopfball. Der dann doch eher ungefährlich war. Ecke, Meier. Nächster Standard. Leider nicht. Langer Ball auf Gittens. War der Abseits? Anscheinend nicht. Gut geblockt, gibt doch noch Ecke. Ich dachte, er treibt jetzt doch abseits, war aber nicht. Eckball. Oh, und super! Im zweiten Versuch war es Osula, der trifft. 2-0. Michini mit der Vorlage. Schöner Doppelpass da zwischen Gilly und Osula und der zieht trocken ab. 2-0, 60. Minute. Wir würden jetzt Folgendes machen. Wir würden einmal Gilly als Ball erobern, verteidigen, defensiver bringen.
springen jetzt Stöder für Ecklenkamp, wie ich vorhin schon mal sagte. Das aber als zurückgezogener unterstützend. Also insgesamt etwas defensiver das Ganze hier. Ich habe das immer mal im Auge hier. Ja, den Rest lassen wir so. Stöger also bekommt seine Chance für den nicht so guten Ecklenkamp. Der geht mir dazu einfach durch. Aufpassen, der kann die Kopfbälle, aber zum Glück drüber. Wie gesagt, Ribeiro heute mit 6-5 auch nicht Bombe. Würde ich mal ganz schnell gesehen Flick für bringen. Einfach über diesen Wege. Als zweiten Wechsel. Sieht man hier eigentlich auch die Müdigkeit oder sowas? Gleich nochmal gucken. Gittens holt sich erstmal den Ball, verliert ihn aber wieder. Aber vorsichtig ist schon gut. Und das war ein Foul von Saw, da kriegt der Gelb-Rot für. Sehr gut, jetzt wechseln die auch zweimal. Die müssen natürlich reagieren, das schauen wir uns auch an. Wir können sogar hier sagen, dass er vorgeschoben unterstützend sein soll. Wir können jetzt hier ein bisschen Offensive gewinnen. Das ist gut so. Dann würde ich die beiden mal drehen und Viper als Stoßstürmer bringen. Na, wo ist er denn? Da oben wieder. Oder sogar als kompletten Stürmer. Das kann er ja auch. Ich gucke mal ganz kurz, was da... Das würde vielleicht jetzt hier auch besser sein. Würde besser passen, ja. Sehe ich so. Und ansonsten würde ich Fischer für Walde bringen. Aber das ist die dritte Möglichkeit. Danach kann ich nicht mehr wechseln. Wir haben noch 18 Minuten. Wir bleiben mal bei der Geschichte. Und spielen auch jetzt ausgewogen, da wir ein Mann mehr sind. Ermutigen, hier nochmal einen nachzulegen. Der nächste Freistoß, heute so die Standardgeschichten, sehr gefährlich bei uns. Aber wie wir die Tore schießen, ist es mir relativ wurscht. Jetzt haben wir die 84. Jetzt würde ich nochmal wechseln. Wie gesagt, Fischer, wie gerade schon angedacht, für Walde. Slava für Smolcic. Und Baturinja für Meier. Die drei würde ich jetzt gerne bringen. Nochmal drei frische Kräfte. Übrigens hat Frankfurt auch gewechselt, sehe ich jetzt gerade. Minuten Nachspielzeit. Es sieht gut aus, dass wir hier den Dreier holen. Sollte von Frankfurt jetzt auch nicht mehr so viel kommen. Wir haben noch mal eine Chance. Fischer. Stöger. Janicek. Oh, der war auch nicht schlecht. Schön Verteidiger. Sogar richtig gut. Aber das Spiel sollte jetzt vorbei sein. Ja, dann wird es ein 2-0-Sieg gegen die Frankfurter. Irgendwo doch ein Arbeitssieg, musste man viel taktisch eingreifen, probieren, machen, tun, aber es hat funktioniert, auch wenn es standardsmäßig heute entschieden hat. Völlig egal, wie gesagt, die drei Punkte bleiben bei uns sehr, sehr gut. Was ist das hier? Den brauchen wir auch nicht. Und Kili hat heute sehr stark gespielt mit 7, 8, Janicek hinten, aus Sula natürlich.
Guck mal, bei Kini drei entscheidende Pässe, Zweikämpfe alle gewonnen, die Flanke kam an, drei Bälle abgefangen, Lufthoheit, so lala. Ja, nehmen wir gerne so mit. Stöger mit 6-9 nach Einwechslung auch besser als Ekelenkamp. Sehr schön, gute Arbeit hier. Ja, wie gesagt, Arbeitssieg war es für mich, deswegen passt die Aussage definitiv. Das zweite Spiel, was noch war, Freiburg verliert gegen Gladbach 0-1. Wir sind damit auf Platz 5 nach 9 Spieltagen mit nun 15 Punkten. Sehr, sehr gut, haben Frankfurt damit überholt. Auf jeden Fall nice so. Wir haben jetzt eine englische Woche, spielen nämlich unter der Woche gegen Münster im DFB-Pokal in der zweiten Runde und spielen darauf dann unser Spiel gegen Augsburg. So sieht's aus in den nächsten beiden Spielen. Gut, ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Mir hat es Spaß gemacht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut und vor allem wie immer, bleibt gesund. Ciao, ciao. Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zur neuen Aufnahme vom FM23 mit dem VfL Bochum in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Wir spielen bei Preußen Münster unser nächstes Spiel. Und dadurch, dass es eine englische Woche ist, gab es auch nicht wahnsinnig viel. Wir gehen mal schnell rein schon. Es gab die Info, dass Janicek in der 11. Woche war. Das freut uns natürlich. Und ansonsten gab es die Pressekonferenz und los geht's. Also mehr war es nicht. Wir haben ja auch am Sonntag gespielt. Alle Spiele der letzten Bundesliga-Spieltags, habe ich euch gesagt. Insofern gibt es wirklich nichts Neues zu berichten. Deswegen gehen wir auch direkt mal rein. Es hat allerdings auch schon Spiele gegeben. Das können wir uns schon einmal angucken an diesem Spieltag. Das gucke ich ja gerne hier drüber. Fangen wir mal mit dem Dienstag an. Es war Darmstadt gegen Schalke 0-1 nach Verlängerung. Die Schalke also weiter. Köln gegen St. Pauli 2-0. Dortmund verliert nach Verlängerung gegen Leverkusen mit 1-2. Und Hannover besiegt die Bayern 3-1. Das ist insofern interessant. Wir gucken uns aber erstmal die anderen Spiele an. Dann sage ich euch das auch nochmal, was ich gerade da in Gedanken hatte. Nürnberg gegen Mainz noch 0-2. Und an diesem Mittwoch schon Fürth gegen Bielefeld 0-1. Kaiserslautern nach Verlängerung 0-1 gegen Union Berlin verloren. Regensburg KSC 1-3 und Sandhausen nach Verlängerung verliert gegen Düsseldorf mit 2-3. Die Spiele also jetzt alle um 20:45 Uhr, unter anderem unseres in München. Entschuldigung, in Münster natürlich, aber München war jetzt gerade in meinem Kopf, weil die letzten 6 Jahre hat der FC Bayern München nicht mehr den DFB-Pokal gewonnen hier bei dem Manager. Das finde ich also ganz interessant. Also das 7. Jahr wird es ja auch nicht, sind gerade ausgeschieden, von daher müssen die Bayern sich da nochmal ein bisschen zurücklehnen. Borussia Dortmund allerdings war natürlich dort das Nonplusultra in den letzten Jahren, aber die sind ja, wie wir es gesehen haben, auch ausgeschieden gegen Leverkusen. Vielleicht eine Chance für uns? Keine Ahnung, wir müssen erstmal unsere Pflichtaufgabe machen und damit gegen Preußen Münster im Preußenstadion gewinnen vor 15.050 Zuschauern, sind also ausverkauft. Dann schauen wir mal rein. Folgendes habe ich mir bei der Aufstellung gedacht. Sarkoscha bleibt im Tor, Innenverteidigung würde ich auch nicht ändern, aber beide außen, nämlich Fischer und Slavov, würde ich mal bringen. Die beide nämlich offensiv auch stärker sind als ihre Kontrahenten Walde und Smolcic, sollen beide auch weiter mal Spielpraxis kriegen. Gerade auch ein Slavov soll mal zeigen, was er kann. Da bin ich mal sehr gespannt. Dann, wir können übrigens mal, dann fangen wir mal mit den Gegner an nochmal eben. Wir machen dann mal hier Lakenmacher, sicherlich sehr interessant. Die haben ihre Außen nämlich jetzt nicht ganz so offensiv. Vielleicht ist es die bessere Variante, hier nochmal was anderes einzustellen. Denn Slavov spielt ja als Flügelverteidiger eigentlich. Noch stärker Flügelverteidiger verteidigend ist das, ne? Wenn ich das einstelle, ist das ja auch so. Meist hinten bleiben. Ja, versuchen wir das doch mal in seiner, in Anführungsstrichen, Lieblingsposition. Und bei Fischer ist es, glaube ich, so, dass er angreifend er ist. Außenverteidiger angreifend, ja. Dann lass uns aufgrund der Aufstellung auch mal die beiden mal ihre Positionen so spielen. Ich würde im zentralen Mittelfeld einen Kili auf jeden Fall erstmal belassen, damit er auch hinten dicht macht. Wir hatten es gerade gesehen, offensiv haben sie hier zwei dahinter. Und würde dann einen Stöger bringen, weil er nämlich auch als Zurückgezogener eher ein bisschen Defensivarbeit bringt. Und Ekelenkamp ja zuletzt auch nicht in Topform war. Deswegen kriegt Stöger hier auch seine Chance von Anfang an. Dagegen würde ich im Sturm jetzt erstmal nichts weiter ändern. Gittens und Batista Meier momentan, die für mich gesetzt sind. Bei Baturini habe ich noch überlegt, aber Meier bleibt auch aufgrund seiner Standardstärke erstmal drauf. Osula und Weiper im Sturm. Da wäre jetzt die Überlegung wirklich zu sagen, wir machen mit Weiper da auch mal einen Komplettstürmer draus. Allerdings grundsätzlich funktioniert das ja auch schon ganz gut. Nur das hat mich auch beim letzten Mal gereizt. Viele Dinge können da nochmal, greifen da nochmal rein. Komm, wir versuchen das mal. Und als Unterstützenden aber hier hat er eigentlich beide Füße stark. Natürlich hat er zwei Füße, aber gut auch der linke Fuß. Ja, dann ist das ja okay. Wie ist das da eigentlich bei Osula? Passabel. Von daher ist er auf der rechten Seite schon richtig.
Und als Bressner Stürmer war das eine ganz gute Kombination. Ja, so würde ich es angehen. Taktisch würden wir ausgewogen uns das Spiel erstmal angucken, so wie wir es gewohnt sind mit Gegenpressing natürlich. Und ja, das andere dann im Spiel reagieren, würde ich sagen. Ja, gefühlstechnisch passt das ganz gut. Bin sehr gespannt über die beiden Außen. Sind übrigens Achter in der Liga, der Preußen Münster in der dritten Liga. Sind ja letztes Jahr aus der zweiten Liga abgestiegen. Also auf ins Pokal. Ja, Achtelfinale ist es noch nicht, die zweite Runde ist es erst. Enrico Maaßen ist dort Trainer. 18 Euro nehmen die. Eintritt. Wir sind hier der Favorit. Das würde ich auch gerade dem Sturm mal sagen. Und den beiden Neuen über außen. Schauen wir mal, was ihr bringt. Auf geht's. Zweite Runde DFB-Pokal. Wir spielen in Hellblau. Die Preußen natürlich in ihren grünen Trikots. Tims mit der Flanke Ribeiro ans Außennetz. Schade, das war die erste gute Chance nach 8 Minuten. Felix Zweier, der Schiedsrichter, heute erfahrener Mann. Zweiter Ball hier nach dem Angriff. Fischer, Stöger. Slavov mal und Welper. Gute Flanke vom Bulgaren. So soll es weitergehen. Man muss sowas natürlich auch immer mal probieren, dass man da auch umstellt, wenn man schon eine Aufstellung dann was ändert. Und wenn man sieht, dass er da besser ist, warum nicht? Viper, Osula kämpft sich durch, aber dann leider nicht so schnell der Abschluss. Aber nochmal sind wir dran. Viper, Batista Meier. Ah, der Flatpass war nicht so gut. Smarsch, der Teuter, war der nicht mal bei St. Pauli, wenn ich mich recht entsinne? Gittens, Batista Meier, jetzt macht das super und ins lange Eck, super 1-0. Batista Meier war doch rechtfertigt, dass er hier von Anfang an wieder spielt. Gittens mit der Vorbereitung. 0-1. Hier sehr schön der erste Kontakt, damit sich den Ball ein bisschen nach vorne gebracht und den Gegner aus dem Spiel genommen und dann natürlich überlegt der Abschluss. Detas, aber Janitz erklärt momentan richtig gut in Form. Besser wie gesagt wie Flick. Viper. Bisschen früher trennen. Kili, Stöger. Sehr schöner Pass auf Gittens. Das kann er. Viper im Rückraum und er macht das 2-0. Wieder Vorbereitung durch Gittens. 15. Minute Doppelschlag quasi. Das ist sehr beruhigend. Aber hier der Pass von Stöger richtig, richtig stark. Gittens geht auch natürlich gut in den Raum. Passt dann rein. In den Rückraum, wo Viper da ist. Als kompletter Stürmer ist er natürlich grundsätzlich auch überall. Ne? Also zieht sich zurück, geht in die Spitze. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Vielleicht muss man das auch noch mehr nutzen. Auch das ist mal gut zu sehen. Zwei Vorlagen Gittens, 8-5 die Note. Really nice. Finn Lakenbach. Auch ein sehr interessanter Mann, aber ist eher interessant, wenn man in der zweiten Liga noch unterwegs wäre, könnte man sicherlich hochziehen, aber für die Bundesliga, glaube ich, reicht es nicht ganz.
Da war wieder Lacken, ne? Mal mit dem Pass Osula im Raum frei, den verzieht er leider knapp. Schade. Schön von Slavov gerettet. Jetzt muss es wieder schnell gehen. Viper diesmal auf Osula, jetzt wieder durch. Ui, der war nicht schlecht. Und Smash ist dran. Auf jeden Fall das Visier besser eingestellt als beim vorherigen Schuss. Ecke Stöger. Schön von Kili den Ball sich geholt. Stöger, Osula. Er versucht das wieder. Das war jetzt ein bisschen. Gut, es waren jetzt nicht so wahnsinnig Leute mitgelaufen, aber ich mir jetzt doch eher irgendwie eine andere Lösung gewünscht als diesen Schuss da aus der Position. Macht nichts, 2-0 zur Pause. Gute Leistung von uns. Sehr souverän. Ich bin daher zufrieden. Mehr aber auch nicht. Lakenmacher war dann doch hier und da mal zu sehen. Da gehen wir mal ein bisschen mehr dran. Aber ansonsten würde ich jetzt auch nichts ändern. Auch nichts Taktisches. Also auswertungstechnisch. Nee, lass uns dabei bleiben. Option wäre es so ab der 60. nur so mal Asano wieder eine Chance zu geben. Hier ein bisschen sich zu motivieren. Gucken wir mal. Es wird hier gefoult, gehalten, sowas gibt auch schon mal gelb. Herzweier. Finn Lakenmacher ist er erst echt gefährlich. Sehr starker Kopfballspieler da vorne. An den Pfosten zum Glück nur. Große Chance für Münster. Gittens. Und da ist es. Osula mit dem 3:0. Jetzt hatte ich echt vor, ihn mal rauszunehmen, aber jetzt macht er das dritte Tor. Das macht es mir nicht einfacher. Ein bisschen im Gewusel, aber hat aufgepasst. Am schnellsten reagiert, hält den Fuß hin, Gittens wieder mit Vorbereitung. Dritte Vorarbeit. Ne, doch, zählt doch. Hervorragendes Spiel von Jamie Gittens. Das sollte doch die Entscheidung gewesen sein hier. Langer Ball, Schmidt, aber der macht das 1-3. Da passen wir mal nicht auf. Torben Deters mit der Vorbereitung. Ristel hier auf Deters, der mit dem langen Ball. Und da stehen wir jetzt nicht so gut. In Form von Janicek in dem Fall. Ribeiro versucht es dann noch. Und Strakoscha kann auch nichts mehr ändern. Doch nur noch 1-3. Ich wollte gerade auch vor, nicht nur zu wechseln, sondern so ein bisschen Kräfte zu schonen. Warten wir noch ein paar Minütchen ab. Wobei, ich würde gerne wirklich Asano bringen. Gittens. Klasse Spiel.
machen jetzt die Wechsel, die ich vorhabe. Wie gesagt, einmal Asano für Osula, trotz Treffers. Dann würde ich gerne Gittens mehr oder weniger schonen. Macht ein super Spiel. Da wir nämlich gerne in der Form beibleiben. Baturinia kommt dafür rein. Und Rechbescheid kommen für den Kili als Ballerübernder. Die drei Wechsel machen wir. Achso. Würde ich ja eigentlich hier noch was an der Geschichte tun. Das können wir aber auch hier machen. Bei Fitness Pressing würde ich schon sagen. Das Gegenpressing nehmen wir mal raus. Das Kontern auch. Und wir werden mal etwas weniger Tempo und kürzeres Passspiel spielen. Und geordnet von hinten dementsprechend aufbauen. Das wäre jetzt so ein bisschen das Kräftepaket schon. Jetzt bringen die aber, ich muss sowieso nochmal rein, ich sehe es gerade, die haben einen neuen Stürmer gebracht. Das wollen wir natürlich auch beackern. Nagelmacher raus, Schmidt rein. Was für ein Ding von Baturinia. Ein Volley genommen. Ich dachte, der geht in den Giebel. Leider doch drüber. Großes Risiko, aber sehr, sehr nice gemacht. Rechbescheid hier direkt mit dem Balleroberung. Oh, der war, glaube ich, abseits. Der Takuma Asano wird auch so gepfiffen. Ich würde jetzt noch mal ein bisschen Kräfte schonen wollen. Viertelstunde vor Schluss. Und zwar Viper ist ziemlich kaputt. Batista Meyer und Janicek, die drei. Für Viper kommt Dietz. Und Flick kommt für Janicek. Die beiden Wechsel machen wir dann noch. Gut 10 Minuten sind es noch. Kriegen wir hier nochmal einen Anschluss, dann wird es nochmal richtig knapp. Deswegen Konzentration. Und die Mannschaft auch nochmal ermutigen, wieder zur Dominanz zurückzufinden, sozusagen. Boah, was für ein Ding. Batista Meyer mit dem Treffer, Asano mit der Vorbereitung. Da ist wieder so ein Volley, wie es vorhin schon Baturinia versucht hat. Aber diesmal ist besser eingestellt, das Ganze. Dass die Zielscheibe besser eingestellt. Batista Meyer, klasse Treffer. Hier sehen wir es nochmal, Asano mit der Flanke. Und Meyer nimmt ihn Volley auch mit vollem Risiko in die Maschen. 4-1, das ist wohl die Entscheidung. Ich mal ganz stark von aus. Sehr nice. Herr Münster hat hier ein bisschen mitgespielt in der zweiten Halbzeit. Mehr wie in der ersten sieht man hier auch an der Kurve. Allerdings haben wir dann doch die Dominanz nicht vermissen lassen. Ein verdienter Sieg. Auch in der Höhe. Vielleicht wäre das 3-1 dann auch noch okay gewesen. Aber ich denke mal insgesamt ein schönes Spiel von uns. Aufmunternd für die nächsten Spiele. 4-1 gewinnen wir hier in Münster. Batista Meyer auch sehr, sehr stark. Die beiden außen ja reingekommen, Fischer und Slavov. Nicht reingekommen, sondern von Anfang an gespielt. Und das haben sie beide gut gemacht. Ja, gefällt mir. Meyer sehr stark nach vorne hin. Stöger, das auch richtig gut gemacht. Immer ein wichtiger Mann, den kannst du immer bringen. Und das ist das Schöne daran. Sehr schön. Hervorragender Sieg. Gucken wir uns die anderen Spiele noch an, die wir noch nicht gesehen hatten. Jetzt ist die Frage, welche waren es?
Wenn ich hier auf Runde angehen sehe, sehe ich das, glaube ich, besser. Genau, weil nämlich ab hier 20:45 war. Genau, Gladbach gegen Wolfsburg 0-3, Braunschweig besiegt Stuttgart 1-0. Das ist auch eine Überraschung. Der Bundesligist verliert gegen den Zweitligisten. Heidenheim gewinnt gegen Hertha, ebenfalls eine Überraschung. 3-1. Hoffenheim Paderborn 3-2. Münster Bochum, wie gesehen, 1-4. Leipzig gegen den HSV 2-0. Und Freiburg besiegt Augsburg 1-0. Das also der komplette DFB-Pokal. Wir spielen nächste Woche, oder beziehungsweise in dieser Woche ja schon wieder, ist ja eine englische Woche, gegen Augsburg und darauf gegen Hannover. Also die Partien jetzt gegen die zwei Aufsteiger. So sehen die nächsten beiden Partien auf. Wir hoffen, wir können wieder da ansetzen, wo wir die letzten Spiele dran gearbeitet haben. Ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Würde mich freuen. Bis dahin. Bleibt gesund wie immer. Ciao, ciao.